Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bergschön erzähl mal. Diesmal mit Brigitte Ley. Wir sind hier in Buchenberg und am Moorweiher. Am Moorweiher. Und ich habe den Finger hier drin. Die Brigitte ist mit einer Doppelseite mit dabei im Bergschön 01. Und die Doppelseite davor haben wir der Facebook-Gruppe gewidmet. Bergschön, Allgäu, Kleinwalsertal, Tannheimertal. Das hat alles ein bisschen miteinander zu tun. Aber erstmal möchte ich wissen, Brigitte, du bist eine waschechte Allgäuerin, erzähl mal. Ja, ich bin im Allgäu geboren, habe fast immer im Allgäu gelebt, außer einige Jahre, da war ich in Heidelberg. Aber dann hat die Heimat wieder gerufen. Wie lange bist du jetzt wieder hier in der Heimat? Jetzt bin ich schon 7 Jahre hier. 7 Jahre. Ja. Wir kennen uns ja schon einige Zeit. Was ich von dir weiß, du bist schon immer begeisterte Bergsportlerin gewesen und immer noch, ne? Ja, also die Berge, die ziehen mich einfach magisch an. Ich habe das ja als Kind immer vor den Augen gehabt. Da haben wir die Schweizer Berge gesehen, wo ich gewohnt habe, und Gründen und die ganze Kette. Und jetzt bin ich sehr gerne in den Allgäuer Alpen, Tannheimer Tal oder Lechtal, jetzt nicht mehr so oft unterwegs. Und du bist da wirklich eine Kletterin gewesen, ne? Ja, früher. Also jetzt nicht mehr. Ja, aber da wärst du wirklich ziemlich krass unterwegs gewesen, ne? Also es geht. Also, jetzt bist du falsch bescheiden. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Bin früher auch ganz viel Rennrad gefahren. Das mache ich jetzt nicht mehr. Und jetzt nur noch also Mountainbike und Wandern. Tatsächlich kann man ja auf den Social-Media-Plattformen, auf den verschiedensten, auch hier in der Gruppe, die wir erwähnt haben, so ein bisschen verfolgen, was du machst. Stimmt es, dass du eigentlich bist ja fast jeden Tag unterwegs, oder? Also bei schönem Wetter meistens, aber oft ist es auch so, wenn es zum Beispiel schön ist, dass ich zuerst auf den Berg gehe und dann anschließend noch mal einen See zum Abschluss von der Tour. Also das ist immer ganz gut, so ein bisschen Seele baumeln lassen, ein bisschen Tag ausklingen lassen. Also das mag ich sehr gerne, die Kombination Berg und See. Gestern hatte Dominik Ultes, den kennst du wahrscheinlich auch, oder? Also nur durch die Facebook-Gruppe. Ja, genau. Persönlich kenne ich ihn nicht. Ja, genau. Den habe ich auch gefragt, was ich jetzt so fragen würde. Ohne den Anspruch zu haben, dass du da wirklich auf den Punkt ein Lieblingsort oder Ziel oder See sagst. Aber der hat auch gesagt, eigentlich ist Allgäu, gell? Aber trotzdem, hast du einen Lieblingssee? Also ich bin sehr gerne im Tannheimer Tal. Und Vilsalpsee, also in der Früh oder abends, das ist dann auch noch relativ ruhig. Ja. Also das irgendwie hat ja auch was Magisches. Ja, die Spiegelung dann, gell? Ja. Und ist es wirklich wert, mal früh morgens da zu sein, weil man dann wirklich den See noch ganz ruhend hat mit der Spiegelung, ne? Ja, und ich habe da auch schon Gämsen erlebt, wo ich in der Früh war. Ja, die am See unten? Ja, ja, die waren auf der linken Seite dann beim See. Ja. Also das ist dann schon auch ein Erlebnis. Und ein Ausgangspunkt für viele tolle Touren, ne? Ja. Da hinten, genau. Sonst Lieblingsgebiete, wo man dich, du bist auch viel Ostallgäu, ne? Ja, also heute war ich auch im Ostallgäu, oder ich bin aber auch viel im Tannheimer Tal, im Walsertal. Walsertal, ja. Ne? Ja. Wo zieht es dich da so hin? Also eine meiner Lieblingstouren ist zum Beispiel von Marmeldinger Hang zur Schwarzwasserhütte. Ja, sehr schön. Also das mag ich sehr gerne. Ja. Oder die obere Kugernalpe finde ich auch wunderschön. Gerade zum Beispiel im Herbst, wenn die Stockrosen blühen. Ja, das genau. Ist echt immer ein Traum. Ja. Dann kommen wir mal zu der Gruppe. Du bist ja, du betreust die Gruppe mit, bist ja einer der Admins mit uns zusammen. Aber man, eigentlich bist mehr wie mit uns zusammen, sondern machst die Hauptarbeit. Aber man muss ja eins mal vorweg sagen, die Gruppe ist schon echt recht erfreulich, gell? Also die ist sehr friedlich. Also ne? Es ist sehr angenehm von den Mitgliedern her. Ja. Und es gibt auch immer tolle Fotos, finde ich, und Beiträge. Also das finde ich schon sehr schön. Also und auch ein respektvoller Umgang. Also von den genau, du sprichst es an. Ich weiß nicht, ob ihr, welche Erfahrung ihr gemacht habt, aber mir kennen auch Gruppen, da geht es schon anders zur Sache, da geht man auch gerne mal aufeinander los. Und da ist es eigentlich echt sehr nett, der Umgang. Gell? Ja. Also wirklich, muss man sagen. Aber du wachst da auch ein bisschen drüber. Ne? Und mal zum Weitergeben, wie viel Arbeit steckt denn da dahinter so am Tag? Also es ist jetzt schwierig zu sagen. Es kommt darauf an, wie viel aufgenommen werden wollen, wie viele Beiträge sind. Also manchmal dauert es schon etwas länger. Also 1, 2, 3 Stunden manchmal sind es. Ja, das kommt schon manchmal hin, ja.
Also um es ein bisschen zu erklären, wer das nicht kennt, um in die Gruppe reinzukommen, muss man 3 Fragen beantworten. Das machen manche. Ja. Manche auch nicht, ne? Manche komisch. Und dann wollen wir aber alle nicht, dass man kategorisch ablehnt, ne? Sondern gucken, ob es doch einen Bezug hat und so. Ja, und das ist dann so ein bisschen die Arbeit, ne? Die dahinter steckt, ja, oder? Ja. Man muss doch die Profile ein bisschen anschauen, weil es halt immer wieder Kreditvermittler sind, die gerne in die Gruppe möchten oder sonstige. Erbschaften, die verteilt werden müssen. Oder obskure Angebote, genau. nicht in diese Gruppe passen. Ja, aber macht auch Spaß, die Gruppe. Ne? Also wirklich, du hast auch schon gesagt, ne, kommen tolle Bilder da zustande und auch viel Hilfsbereitschaft untereinander, wenn mal Frage gestellt wird. Ne? Wirklich schön. Und ich finde es halt auch schön, dass wirklich so viele Leute Freude auch an der Gegend bei uns haben, am Allgäu und der näheren Umgebung. Ja. Das ist natürlich auch toll. Brigitte, vor den Tausenden von Zuschauern, bleibst du uns noch treu als Admin? Ja. Sehr gut. Dann danke ich dir sehr für das Interview jetzt. Schön, dass du da mit dabei bist. Ich danke dir, dass du dabei Heft. Sein darf. Genau. Und dann freuen wir uns auf viele schöne Sachen 2021. Hoffentlich bald. Ja. Und dass auch die anderen wieder herkommen können zum Wandern und wir viele schöne Erlebnisse haben und die was Fotos sehen. Was glaubst, was dann in der Gruppe zu sehen ist, oder? Gut. Also, wir bauen auf euch und dass bald wieder richtig losgeht. Dank dir, Brigitte. Danke dir. Das war's. Ciao. Ciao.